Feuer! Los, lauf! Los, los! Wie läuft die Arbeit, guter Mann? Bereitest du alles für die Ernte vor? Das Kind übernehmen, das eurer Familie. Bis einer von uns und wir kümmern uns um alle. Irgendwie so müde. Der Amtmann ist ziemlich streng. Am besten machst du im Gasthaus keinen Ärger. Ida, guter Mann. Ein Hexer, nicht? Warte! Bist du noch ein Trost? Zieh den Hexer hier rein! Du bist zwar Hexer helfen den, aber in deinen Augen. Was habt ihr für Probleme? Ach, gar keine. Zieh nur weiter, guter Mann. Ruhe, Gotthard. Er kann uns womöglich helfen. Die Bande von Kleinrot will das Dorf angreifen. Will sich an Bertram rächen. Wir haben nicht viel. Aber wenn du uns verteidigst, bezahlen wir dich. Wer ist Kleinrot? Sie treibt's angeblich mit Wölfen. Und kann einen Mann mit bloßen Händen zerreißen. Eine Bestie in Menschengestalt. Wobei manche sagen, sie sei sehr schön. Sie führt eine Bande von Deserteuren an. Richtige Halunken aus verschiedenen Armeen. Geübte Mörder und Plünderer. Und warum will die Bande sich ausgerechnet an dir rächen? Weil ich sie an die Hexenjäger verpfiffen habe. Die Hexenjäger interessieren sich für Banditen? Seit wann? Die Bande von Kleinrot hat unser Dorf terrorisiert. Niemand hat uns verteidigt. Schließlich ist Bertram zu den Jägern gegangen und hat sie um Hilfe gebeten. Die Jäger sind ihnen nach. Wir hatten einen kurzen Frieden, aber dann hat Kleinrot Wind davon gekriegt. Sie will Bertram tot sehen. Er ist erledigt, wenn du nicht hilfst. Gut, ich kümmere mich um die Banditen. Geht heim und verbarrikadiert euch. Sieh dich vor, Hexer. Die sind wirklich gefährlich. Buchweizen und Hirse sollen wir anbauen. Würde sich lohnen, haben sie gesagt. Haben die Dörfler dich angeheuert? Haben sie, um sie gegen Monster zu verteidigen und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram, dann geschieht sonst niemandem was. Was hat Bertram dir getan, dass du Rache willst? Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Teil der Beute. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemand. Mein Wort darauf.
Mir ist ziemlich egal, was du sagst. Nimm deine Männer und verschwinde, sonst fließt Blut. Oh, Blut fließt auf jeden Fall. Gerade hast du dafür gesorgt, dass es noch mehr wird. Bringen wir es zum Ende. Schlagt ihn! Tötet ihn! Verfickte Flüche! Du verfluchter Bastard! Den hast du es aber gezeigt. Ihr habt nicht erwähnt, dass sie ein Werwolf ist. Wir waren das selbst nicht ganz sicher. Aber genau dafür sind Hexer ja da, nicht wahr? Zum Monster töten. Danke für deine Hilfe. Das hier hast du dir verdient. Du hast den Planeten vertrieben und uns eine Menge Kummer erspart. Das vergessen wir dir nicht. Schafft eure Frauen weg, da kommt ein Hexer.
Ich muss Arbeit finden. Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben auf die Beute längst. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Und du, halt jetzt das Maul. Spar dir die Hälfte. Stirb mit ein bisschen Blut. Rarira, Raratanga. Ciri war also hier. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Monster? Alle? Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg.
Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Danke. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Woher kommst du? Wie kann ich helfen? Ich brauche eine Rüstung.
Leb wohl. Die wilde Jagd holt sie ein. Hey Jungs, ob wir mal losziehen und uns die Bestie vorknüpfen? Die Alte vom Schmied, die mit der Zahn. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern Abend nicht irgendwo hier. Ist nicht das Sie hat nicht gezaubert. Bei meiner Ehre. Helfen-Ehre. Weniger wert als Menschenscheiße.